Abiturprüfung Mathematik 2015, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Wahlteil Analysis A2. Wir lösen hier die Aufgaben A21 und A22. Aufgabe A21. Die Entwicklung einer Population in den Jahren 1960 bis 2020 lässt sich durch zwei Funktionen modellhaft beschreiben. Die Funktion g, wie hier dargestellt, beschreibt die Geburtenrate und die Funktion s, wie nebenstehend dargestellt, beschreibt die Sterberate der Population. Der Parameter t wird hierbei in Jahren seit Beginn des Jahres 1960 gemessen und die Funktionswerte g von t und s von t in Individuen pro Jahr. Aufgabenteil a. Bestimmen Sie die geringste Sterberate. In welchem Jahr war die Differenz aus Geburten und Sterberate am größten? Bestimmen Sie den Zeitraum, in dem die Population zugenommen hat. Wenn Sie das richtig herausbekommen haben, bekommen Sie 4 Verrechnungspunkte. Hier nun die Lösung, Aufgabenteil A21a. Hier ging es im ersten Aufgabenteil um die geringste Sterberate. Und das lassen wir uns einfach mit dem GTR entsprechend zeichnen. Wir geben bei y1 den entsprechenden Funktionsterm, also hierfür die Sterberate ein, und lassen uns das Ganze in einem bestimmten Koordinatenausschnitt zeichnen. Ich wähle hier das x-Intervall von 0 bis 60 und das y-Intervall von 0 bis 1500. Die geringste Sterberate ist, man sieht es hier an dieser Stelle, und die bekommen wir raus, indem wir im GTR über Second Calc Minimum eben den kleinsten Wert bei x gleich 6 hier bestimmen. Y gleich 600 sind dann die Anzahl der Individuen, die hier gestorben sind zu diesem Zeitpunkt. Das heißt also im Ergebnis, die geringste Sterberate liegt 6 Jahre nach Beobachtungsbeginn. Der war bei 1960 und 6 Jahre danach sind demnach 1966. Und hier sterben 600 Individuen pro Jahr. In der nächsten Frage ging es um die größte Differenz zwischen Geburten und Sterberate. Und dafür müssen wir natürlich die entsprechenden Funktionsterme für die Geburtenrate und für die Sterberate bei y1 bzw. y2 eingeben. Und wir berechnen diese Differenz dann bei y3, indem wir einfach dort y1 von x minus y2 von x eingeben. Und die Kurve lassen wir entsprechend zeichnen, hier im x-Intervall 0 bis 60. Und wir bekommen dadurch etwa diese Kurve hier heraus. Und die größte Differenz, dieses y3, diese Kurve ist ja die Differenz zwischen Geburten- und Sterberate. Die haben wir an dieser Stelle. Die bekommen wir, indem wir wie üblich Second Calc Maximum eingeben. Und dort stellen wir fest, dass bei dem x-Wert 15,1 ungefähr, das wird ja hier unten am unteren Rand des Displays dargestellt, einen Wert von ungefähr 732,5 haben. Ja, das habe ich hier aufgerundet. Das heißt also, die größte Differenz zwischen Geburten- und Sterberate lag im Jahr 1975. Das heißt, wir haben ja hier 15,1, das runde ich hier ab auf 15, das sind ja Jahre nach Beobachtungsbeginn. Und der Beobachtungsbeginn war 1960, also hier im Jahr 1975, 15 Jahre später, haben wir die größte Differenz zwischen Geburten- und Sterberate. Diese Differenz beträgt hier etwa 732. Sie sehen, hier habe ich es auf eine Stelle gerundet. Hier, wenn ich aber die Nachkommastellen vollkommen wegnehmen will, dann muss ich hier, Sie sehen ja hier die 4, muss ich hier abrunden. 732 Individuen. Für die dritte Frage im Aufgabenteil A, hier ging es um den Zeitraum, in dem die Population zugenommen hat, lassen wir uns den Graphen von y3 nochmal hier in einem Koordinatensystem in GTR einzeichnen. Dieser Graph gibt ja die Zu- bzw. Abnahme der Population wieder. Und wir verwenden diesmal das y-Intervall von minus 500 bis 1000. An den Stellen, an denen der Graph oberhalb der x-Achse verläuft, also so ab hier bis zu dieser Stelle,
Also zwischen den beiden Nullstellen nimmt die Population zu, denn da ist ja die Differenz zwischen Geburten und Sterberate hier positiv. Ja, wir haben mehr Geburten als Todesfälle, also nimmt an dieser Stelle die Population zu. Wir können also jetzt mit Second Calc Zero die Nullstellen von dieser Kurve bei Y3 bestimmen und erhalten einmal den Wert X1 gleich 3,2 hier auf der linken Seite, diese erste Nullstelle, und bei X2 erhalten wir dann hier auf der rechten Seite etwa 45,3. Ja, das bestimmen wir jeweils mit Second Calc Zero. Das bedeutet also, weil das hier ja Jahresangaben sind, ich runde dieses hier ab und dieses hier entsprechend auch, 3 Jahre bis 45 Jahre nach Beobachtungsbeginn, der ja bei 1960 war, heißt also zwischen den Jahren 1963 und 2005 hat die Population zugenommen, ja, so wie es hier eben dargestellt ist. Aufgabenteil B. Zu Beginn des Jahres 1960 bestand die Population aus 20.000 Individuen. Berechnen Sie den Bestand der Population zu Beginn des Jahres 2017. In welchem Jahr erreichte die Population erstmals wieder den Bestand von 1960? Hierfür bekommen Sie 3 Verrechnungspunkte. Hier nun die Lösung des Aufgabenteils B, die Population zu Beginn des Jahres 2017. Nun, wir bilden hier die Funktion z von x als Differenz von g von x minus s von x. Das heißt einfach die Differenz zwischen Geburten und Sterberate. Das ist ja dann letztendlich der Zuwachs. Ja, wenn wir mehr Geburten als Todesfälle haben, dann wächst die Bevölkerung. Wenn wir weniger haben, dann nimmt die Bevölkerung ab. Also diese Differenz ist dann nichts anderes als der Zuwachs der Population. Nun, die Population betrug im Jahr 1960 genau 20.000 Individuen. Also ist die gesuchte Zahl P, eben die Population zu Beginn des Jahres 2017, nichts anderes als diese anfänglichen 20.000 plus das Integral zwischen 0 und 57. Das sind also von quasi 1960 bis 2017. Wir rechnen ja von 0 bis 57 in dem Falle, das Integral über den Zuwachs zx dx. Und da wir bereits vorher im GTR bei y3 diese Differenz g von x minus s von x eingegeben hatten, können wir das entsprechend im GTR eingeben, 20.000 plus Integral 0 bis 57 von y3 dx und bekommen nach Drücken auf Enter einen Wert von 35.635,9 bzw. eben 35.636 aufgerundet. Das heißt also, im Ergebnis haben wir zu Beginn des Jahres 2017 besteht die Population aus 35.636 Individuen. Als nächstes war gefragt, in welchem Jahr erreichte die Population erstmals wieder den Bestand von 1960? Und der Bestand von 1960 war ja genau 20.000. Ja, der Ausdruck P gleich 20.000 plus 0 bis T, das Integral für über diesen Zuwachs Z von x dx, stellt ja den Bestand der Population T Jahre nach 1960 da. So hatten wir das in der letzten Teilaufgabe notiert. 1960 gab es genau 20.000 Individuen. Das heißt, dass dieses Integral genau den Wert 0 haben muss. Ja, denn wir wollen ja hier genau 20.000 herausbekommen. Dieser Teil muss hier eben dann 0 sein. Geben Sie dazu den rechts gezeigten Ausdruck bei y4 ein im GTR. Das heißt, wir bilden jetzt also einfach das Integral 0 bis zu der unbekannten oberen Grenze x von y3 von x dx. y3 ist ja nichts anderes als die Differenz von y1 und y2, was wir ja bereits eingegeben hatten. Wir lassen uns den Graphen von y4 zeichnen und am besten im x-Intervall 0 bis 20
und zum Beispiel im y-Intervall minus 500 bis 1000, dann bekommen wir einen Graphen, der in etwa so hier aussieht. Und mit Second Calc Zero können wir dann feststellen, wo dieses den Wert 0 hat, also wo die x-Achse hier geschnitten wird. Mit Second Calc Zero bekommen wir also dann heraus an der Stelle x gleich 6,869, also hier in etwa bei 6,8, und erhalten dann das gegen Ende des Jahres 1966, also knapp bei 67, eben die Population erstmals wieder den Bestand von 1960 erreicht, eben diese 20.000 Individuen. Betrachten wir nun das Größenwachstum eines einzelnen Individuums der Population. Dies kann im Beobachtungszeitraum durch das Gesetz des beschränkten Wachstums modelliert werden und man geht davon aus, dass dieses Individuum in ausgewachsenem Zustand 0,8 Meter groß ist, also letztendlich 80 Zentimeter. Zu Beobachtungsbeginn betragen seine Größe 0,5 Meter und seine momentane Wachstumsgeschwindigkeit 0,15 Meter pro Jahr. Und nun Aufgaben Teil C. Bestimmen Sie eine Gleichung einer Funktion, die die Körpergröße des Individuums in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. Wie viele Jahre nach Beobachtungsbeginn hat die Körpergröße des Individuums um 50% zugenommen? Hierfür bekommen Sie 4 Verrechnungspunkte. Lösung von Aufgaben Teil 2.1c. Hier war die Funktionsgleichung für das Wachstum eines einzelnen Individuums gefragt. Und wir hatten in der Aufgabenstellung die Voraussetzung, dass es sich um größenbeschränktes Wachstum handelt. Das heißt also, die Funktionsgleichung für größenbeschränktes Wachstum muss hier verwendet werden. Die lautet f von t gleich s minus c mal e hoch minus kt. Ja, das ist diese allgemeine Funktionsgleichung für größenbeschränktes Wachstum. Darin ist S die obere Schranke und die kennen wir ja bereits aus der Aufgabenstellung. Das Individuum kann nämlich maximal 0,8 Meter groß werden. Wir wissen außerdem, dass zu Beobachtungsbeginn, also zum Zeitpunkt t gleich 0, das Individuum 0,5 Meter groß ist. Das heißt, wir haben f von 0 gleich 0,5. Und diese beiden Angaben können wir jetzt direkt in die Funktionsgleichung hier oben in 1 einsetzen und erhalten also f von 0, das ist dieses hier, das ist ja 0,5. Hier setzen wir für s die 0,8 ein und das ist ja zum Zeitpunkt t gleich 0, zum Beobachtungsbeginn, also für t setzen wir den Wert 0 ein. Dann haben wir 0,8 minus c mal e hoch minus k mal 0. Nun, und e hoch minus k mal 0 ist e hoch 0. E hoch 0 ist aber 1. Und somit haben wir 0,5 gleich 0,8 minus c. Das können wir nach c auflösen und erhalten dann c gleich 0,3. Einen Teil der Funktionsgleichung haben wir somit schon mal bestimmt, nämlich hier das c. Was uns noch fehlt, ist das k. Wir wissen nun außerdem aus der Aufgabenstellung, dass bei Beobachtungsbeginn die momentane Wachstumsgeschwindigkeit 0,15 Metern ist. Das heißt also, die erste Ableitung von f, f' an der Stelle 0 zum Beobachtungsbeginn ist 0,15. Nun, wenn man die Wachstumsformel, das Wachstumsgesetz für größenbeschränktes Wachstum kennt, dann sollte man auch die Ableitung kennen. Das ist nämlich nichts anderes als k mal, Klammer auf, s minus f von t. Wir haben also auch eine zweite Formel, die die momentane Wachstumsgeschwindigkeit bei größenbeschränktem Wachstum angibt und können die entsprechenden Werte nun hier einsetzen. Wir setzen hier ein, t gleich 0. Und erhalten an dieser Stelle dann 0,15, so wie es in der Aufgabenstellung vorgegeben ist. Und an dieser Stelle f von 0 eingesetzt. Das heißt, hier haben wir die anfängliche Größe unseres Individuums, nämlich 0,5 Meter. Die Schranke s gleich 0,8 hier eingesetzt. Und somit haben wir am Ende f' von 0 gleich an dieser Stelle 0,15 gleich k
mal 0,8 minus 0,5. Letztendlich also 0,15 gleich k mal 0,3. Und wenn wir nochmal durch 0,3 teilen, bekommen wir eben das k mit dem Wert 1,5 heraus. Damit haben wir nun sämtliche Angaben für unser größenbeschränktes Wachstum und setzen die dann in die Formel entsprechend ein. Also s gleich 0,8, c gleich 0,3 und k gleich 1,5 in die Funktionsgleichung für das größenbeschränkte Wachstum eingesetzt, liefert f von t gleich 0,8 minus 0,3 mal e hoch minus 0,5t. Und das ist dann die gesuchte Funktionsgleichung für das Wachstum eines Individuums. Die nächste Frage war folgende. Wie viele Jahre nach Beobachtungsbeginn hat die Körpergröße des Individuums um 50% zugenommen? Nun, wir wissen ja aus der Aufgabe, dass bei Beobachtungsbeginn das Individuum eine Größe von 0,5 Meter hat. Ein 50%iger Zuwachs bedeutet 0,25 Meter Zuwachs. Das heißt, nach diesem 50%igen Zuwachs hat das Individuum eine Größe von 0,75 Meter. Wir suchen also einen Zeitpunkt t, so dass f von t, das ist ja die Größe, gleich 0,75 gilt. Und da wir ja aus der vorhergehenden Aufgabenstellung hier unser Wachstumsgesetz bereits gefunden haben, können wir genau dies verwenden, um das t auszurechnen. Wir setzen hier f von t gleich die 0,75, das ist ja das, was rauskommen soll. So groß soll das Individuum sein. Gleich 0,8 minus 0,3 mal e hoch minus 0,5t. Letztendlich müssen wir das Ganze dann nach t auflösen, sodass wir die Zeitspanne dann finden können. Wir ziehen auf beiden Seiten 0,8 ab, sodass links minus 0,05 stehen bleibt. Auf der rechten Seite haben wir dann minus 0,3 mal e hoch minus 0,5t. Und wir entfernen auch diesen vorderen Faktor durch Division, also teilen durch minus 0,3, sodass hier letztendlich stehen bleibt. Auf der linken Seite, das ist dann nichts anderes als ein Sechstel, gleich e hoch minus 0,5t. Auf beiden Seiten ziehen wir den Logarithmus. So haben wir den Logarithmus von einem Sechstel gleich eben der Exponent, also minus 0,5t, teilen anschließend nochmal durch 0,5 oder eben durch minus 1,5, um genau zu sein, und haben dann das t alleine. Minus 2 mal ln 1/6 können wir mit dem Taschenrechner ausrechnen, gibt einen Wert von ungefähr 3,58. Das Ganze können wir dann aufrunden und sagen, etwa 3,6 Jahre nach Beobachtungsbeginn hat das Größenwachstum des Individuums um 50% zugenommen, eben um diese 0,25. Aufgabe A 2.2. Gegeben sind ein Kreis mit Mittelpunkt 0, 0 und die Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x gleich 4 durch x² plus 1. Bestimmen Sie die Anzahl der gemeinsamen Punkte des Kreises mit dem Graphen von f und zwar in Abhängigkeit vom Kreisradius. Und hierfür bekommen Sie 4 Verrechnungspunkte. Nun, auch diese Verhältnisse werden wir zunächst mal in einem Koordinatensystem darstellen. Zum Beispiel können wir mit dem GTR die Funktion f von x, so wie hier dargestellt, ja einmal im Koordinatensystem zeichnen lassen. Und wir wissen außerdem, dass der Kreis mit dem Mittelpunkt hier im Ursprung liegt. Und es gibt jetzt eben verschiedene Situationen. Der Radius des Kreises kann ja so beschaffen sein, dass der Kreis genau in zwei Punkten hier anliegt oder der Radius kann etwas größer sein, so dass der Kreis hier über die Funktion, über den Graphen hier hinausragt, so dass hier mehr als nur zwei Schnittpunkte zustande kommen. Und wir schauen uns mal an, wie wir diese Anzahl der Schnittpunkte, der gemeinsamen Punkte in Abhängigkeit von R bestimmen. Und dazu nehmen wir zunächst mal den Abstand des Punktes PU, also des Punktes hier auf dem Graphen,
mit den Koordinaten u und f von u. Ja, das ist ja irgendeine x-Koordinate u, die wir noch nicht kennen. Und der Funktionswert ist dann entsprechend f von u, also hier ein Punkt auf dem Graphen. Dieser Abstand zum Ursprung ist gegeben durch die Funktion d von u. Die ermittelt sich ja dann gemäß des Satzes des Pythagoras aus x² plus Höhe Quadrat, daraus die Wurzel, also letztendlich u Quadrat plus f von u Quadrat und daraus die Wurzel. Und diesen Ausdruck können wir direkt in die Wurzel einsetzen. Wenn wir eben die Funktionsgleichung hier quadrieren, haben wir hier oben im Zähler die 16 stehen und hier unten im Nenner u Quadrat plus 1 und das Ganze auch nochmal hier zum Quadrat. Diesen Ausdruck können wir zum Beispiel bei y1 im GTR eingeben und bestimmen dann mit Second Calc Minimum den minimalen Abstand. Und mit diesem minimalen Abstand ist dann gemeint der minimale Abstand eines Punktes P auf dem Graphen von F eben hier zum Ursprung. Wir bekommen also eben mit Second Calc Minimum den Wert dmin, den minimalen Abstand mit etwa 1,94. Ein Kreis im Ursprung mit diesem minimalen Abstand, also mit diesem minimalen Radius 1,94, berührt somit den Graphen an zwei Punkten, eben an genau diesen beiden Punkten. Wenn der Radius des Kreises kleiner als diese 1,94, als dieser minimale Abstand ist, dann wird der Kreis zu klein und somit hat der Kreis dann mit dem Graphen keine Schnittpunkte mehr gemeinsam. Jetzt schauen wir uns als nächstes die Situation an, wo der Kreis so groß ist, dass er hier den Hochpunkt der Funktion f von x berührt. Der Hochpunkt liegt ja bei dem x-Wert 0, y-Wert 4. Ja, denn wenn wir hier den Wert 0 einsetzen, wird hier unten der Nenner gleich 1 und der y-Wert ist dann 4. Der Hochpunkt liegt also bei 0,4 und damit ist der Radius des entsprechenden Kreises genau gleich 4. An dieser Stelle, wenn wir einen Kreis haben, der den Hochpunkt hier berührt, bekommen wir auch an dieser Stelle und weiter unten an dieser Stelle einen weiteren Schnittpunkt und haben somit genau 3 Schnittpunkte, so wie es die Abbildung rechts eben zeigt. Wenn wir Werte für den Radius einsetzen, die größer als 4 sind, bekommen wir nur noch 2 Schnittpunkte. Ja, dann ist ja dieser Hochpunkt hier nicht mehr dabei. Und wir haben hier nur noch links und rechts einen, jeweils einen Schnittpunkt. Das sind dann genau 2 Schnittpunkte. Und jetzt aber für Werte zwischen diesem Wert 4, also für Radien zwischen 4 und dem Wert 1,94, diesem minimalen Radius, haben wir genau 4 Schnittpunkte. Also wenn wir einen Radius wählen zwischen dem maximalen Wert 4 und dem minimalen Wert 1,94, wie zum Beispiel hier, dann haben wir an dieser Stelle 2 Schnittpunkte und rechts und links jeweils auch nochmal jeweils einen Schnittpunkt. Also insgesamt 4 Schnittpunkte. Nun, diese Betrachtung können wir jetzt in einer Tabelle zusammenfassen. Ich habe die Kreise hier entsprechend eingezeichnet und durchnummeriert. Und wir haben die verschiedenen Fälle, dass der Radius kleiner 1,94 ist. In diesem Fall hatten wir gesehen, gibt es überhaupt keine Schnittpunkte mit der Kurve. Wenn er genau 1,94 ist, dann kriegen wir genau 2 Schnittpunkte, nämlich diese hier. Wenn er zwischen 1,94 und 4 liegt, dann bekommen wir 4 Schnittpunkte, so wie es jetzt der Kreis K3 andeutet. Wenn er genau gleich 4 ist, also wenn er durch den Hochpunkt geht, bekommen wir genau 3 Schnittpunkte. Und wenn er größer als 4 ist, dann bekommen wir 2 Schnittpunkte.